vielleicht jetzt hier wieder durch die Karte sehen. Ja, also in der Zeit, als ich selbstständig Wanderfohlen war, habe ich ja diese Tour manchmal 3-4 Mal die Woche gemacht. Und da bin ich oft gefragt worden, ob mir das nicht langweilig wird. Aber es wird es nicht. Es ist immer wieder schön, immer wieder anders. Es ist einfach klasse. Also wir haben uns zur Maxime gemacht, den Wald mehr zu nutzen als die Apotheke. Soll heißen, wir laufen fast täglich, so das Wetter es zulässt und die Gesundheit. Und durch die Bewegung genießen wir den Wald. Es ist Pflege und ein Geschenk für die Seele und die Gesundheit. Wer das nicht nutzt, den kann man nur bedauern. Jetzt hier auf dem Aschenbergstein ist einer der Aussichtspunkte auf der Aussichtstour, die ca. 12,5 Kilometer ist. Wir haben mehrere Aussichtsmöglichkeiten. Da ist einmal um den Zimmerberg, die Zimmerberg-Rundtour, Zimmerberghütte, dann hat man nochmal eine schöne Aussicht am Hübelberg bzw. Hexenbank. Hörstein, da hat man nochmal einen tollen Blick zum Inselsberg. Wunderschöne Wege. Dann kommt noch der Rote Turm, das ist ja ein bekannter Kletterfelsen. Wenn man Glück hat, kann man dort auch Kletterer beobachten. Ja, und zum Schluss, jetzt nach dem Aschenbergstein, geht es durch den wunderschönen romantischen Bernforsgraben in den Lauchergrund, der ja auch bekannt ist mit seinen vielen Kletterfelsen. Denn Tabertz hat ja das größte Klettergebiet Thüringens. Ja, dann sind wir wieder in Tabertz.